Hallo und herzlich willkommen zur 99. Folge von Let's Play Transport Fever hier beim südostasiatischen Fernsehen, meine lieben Freunde. Ich bin auch wieder dabei und es geht auch sofort weiter. Wir haben in letzter Folge einen Zug hier wieder neu ins Leben gerufen. Was heißt neu ins Leben gerufen, sondern mal den Fahrzeugersatz gestartet. Jetzt kann er auch mehr Kapazitäten aufnehmen und er ist voll. Das ist schon mal gut, dass er voll ist, aber wir machen den jetzt nicht größer, weil hier standen einfach mal 280 Leute und jo. Jetzt fährt er voll rüber und macht Fett Plus. Und ich wollte jetzt einfach mal mit dem lieben Kerl mal mitfahren und danach machen wir mal was Extravagantes, was nur einem Hauptmann passieren kann oder einfallen kann. Okay, er macht hier doch einen Gleiswechsel, aber das klappt da recht gut. Guck mal, wir sind jetzt schon schneller als die Autos. Gucken wir, ob wir überhaupt auf unsere 120 Stundenkilometer kommen. Ich glaube nämlich nur in letzter Sekunde. Auf den letzten Kilometer quasi. Okay, da muss er abbremsen auf 60. Das gefällt mir nicht. Das ist eine Geldlücke. Ich weiß nicht, wofür die Weiche ist, da gucken wir dann gleich mal nach, wenn wir hier durch sind. Im Bahnhof eingefahren. Jetzt kommt er nämlich wieder fast nicht auf seine Touren. Das heißt fast nicht, er kommt nicht auf Touren. Ist auch schon wieder ein Durcheinander der Gleisen. Das ist der Wahnsinn. Okay, wir haben ein rotes Signal. Auf was müssen wir denn warten? Kann ich da was erkennen? Kann ich denn inzwischen zoomen irgendwie mit Z? Nee. U? I? Nee. Jetzt geht's weiter. Könnte man bei Train Simulator konnte man ja zoomen, glaube ich, ne? Ich glaube, das war so, aber ich bin mir nicht mehr ganz sicher. Hier ist ein kurzes Stück, was elektrifiziert ist. Das muss ich mal noch entfernen. Also entfernen, noch sieht's blöd aus. Guck mal, es steht ja voll der Bahnhof. Guck mal, wie viele Leute hier stehen. Ist halt der Wahnsinn. So, passt der Zug denn überhaupt hier rein? Guck mal, der passt gar nicht hier rein. 97 stehen hier an. Und der nächste Problemkind ist die braune Linie. Die braune Linie. Mit unserem wunderschönen Exemplar, was gerade übrigens im Alfhausen ist und ablädt. Und hier aber 400 Leute stehen. Das geht so nicht. Müssen wir den Bahnhof in Lastrop aufsuchen. Wo ist denn der? Hier ist Hirst, da ist das, müsste ja hier auf der anderen Seite sein. Lastrop ist gar nicht so weit weg. Sind wir zu nah dran? Ja. Achso, ich wollte ja gar nicht auf die Stadt, ich wollte auf den Bahnhof hier.
Müsste ja dann der sein. Genau, da warten 196. Und wenn der angekommen ist, sind es schon wieder über 280. Kann ich mir gut vorstellen. Deswegen braucht dieser Zug auf jeden Fall, fährt er beidseitig. Ja. Ganz kurz schauen. Ja, ich hab dich schon. Möchte ich aber hier haben, genau. Guck mal, wie viel Wägelchen hast denn du? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Plus den Zug. Okay, das kriegt man hin. Das bekommen wir hin und das alles im tiefsten Blau. Wo haben wir hier ein Depot? Stellt sich nur die Frage, was auf dieses Gleis mündet. Und ich glaube zu wissen, dass es nicht hier oben war. Doch da oben ist eins. Aber hier unten muss doch auch eins sein. Was auf ganz rechte Gleis steuert. Nee, da haben wir hier außen Gleis, das ist aber kein Depot. Okay, da müssen wir auf das dort oben zugreifen oder haben wir hier vorne noch eins? Irgendwo. Okay. Ich habe das schon komisch gebaut hier, muss ich zugeben. Noch mache ich hier keine Oberleitung hin. Jo. Das machen wir mal so. So. Ja, wir können es auch ein bisschen anders machen. Wir tun erstmal die Gleise hier. So. Krümmung zu groß. Jetzt klappt's. Obwohl, wir können das ja gleich reinführen. Zack. Und da könnte man ja sagen, den da. Und man kann sagen, den da. So, jetzt muss ich auch mal kurz die Linie haben. Der fährt immer noch dort vorne. Hat er hier einen Wegpunkt? Ne, oder nicht? Ich möchte hier aber mal gerne einen Wegpunkt reinsetzen. Wegen. Guck mal, der fährt eh gerade falsch. Okay. Ich weiß auch warum. Tun wir mal die Weiche hier wegmachen. Jo, ich weiß. Fahr mal wieder auf die andere Richtung. Alles gut, alles gut. Machen wir hier erstmal ein Signal hin. Dann machen wir dann hier auch ein Signal hin. Und hier ja auch. Quasi, oder? Nee, wenn dann so. Genau. Weil der Zug ist ein bisschen länger. Oh, ich muss dich aber jetzt nochmal umdrehen. Zack, weil du mir sonst falsch fährst. Und hier bauen wir jetzt ein Depot hin. Passt das hier hin? Jo, passt hin. Ziege kaufen, den da, und zwar in ganz blau. Jo, einmal. Und wie viele Wagen haben wir gesagt? 12. Das waren die. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12.
und alle zuweisen auf diese Linie und passt er auf die Weiche? Der passt auf die Weiche. Sehr schön. Aber wir brauchen keinen Wegpunkt, weil mir das wegen den verschiedenen Terminals schon alleine so zugewiesen haben. Alles klar. Würde aber sagen, dass wir den anhalten. Weil der ja Vorfahrt hat. So, jetzt kann man losschicken. Weil er wartet sehr freie Wege. Genau. Das ist nämlich voll. Und wenn der herausgefahren ist, schicken wir den gleich zurück. Weil da warten immer noch. Guck mal, sind jetzt schon wieder 180. Jo, aber das machen wir dann in der nächsten Folge, meine lieben Freunde. Bis dahin, ich wünsche euch noch etwas und schönen Tag. Tschüss.